Okay, wir müssen immer noch zum Haus mit dem roten Schornstein. Da geht's nicht lang. Was brauchte ich da für einen Schlüssel? Das war auf jeden Fall die falsche Richtung. Waren wir, glaube ich, ganz am Anfang, ne? Wichser. Du kleiner Peach. Schleich dich nicht an. 070408. Da ist meine Endlosschuss-Lamy mir lieber. Jawohl. Da ist schon wieder eine Leiche. Und weiter geht's.
Warum haben die eigentlich Ziegenköpfe? Halt, das Ding viel aus. Kurbel kann man des Öfteren gebrauchen. Das ist das Haus, in das ich muss. Hühner? Da ist doch irgendwas oder irgendjemand schon wieder drin, habe ich das Gefühl. Na, irgendwie klingt hier alles, als ob hier irgendwas ist. Oh, schon zu spät. Schluss des Lebens. Verdammt. Ich sollte zurück zum Duke. Typ weiß ja eh alles. Ist da ein Dings? Duke, wo bist du? Ich glaube hier lang, ne? Hoffe ich, das war der Weg. Ja. Na, Duke. Und? Etwas herausgefunden? Nee. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Oh. Wo sind die anderen? Es gibt 4 insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Ja, die Grafen. Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die 4 Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die 2. lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Ah ja, da gehe ich jetzt Keiner hin. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen verlassen. Der 3. ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der 4. und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik, außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst,
musst du alle 4 Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, ja, sie werden mir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Stets zu Diensten. Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Billiger Plunder? Na schön. Klimpergeld. Herzlichen Glückwunsch. Damit entgeht dir wirklich gar nichts mehr. Aha! Hals- und Beinbruch! Sind wir hier, dass das wirklich passieren könnte? Du möchtest etwas kaufen? Ah. Bis nächstes Mal. Willkommen, Ethan. Wenn du willst, den kann Granatenwerfer aufrüsten. Ah, den kriegen wir erst später. Versteht sich. Gute Idee. Wie viel im Schuss habe ich? 20. Danke für deine Treue. Wow, wo bin ich denn jetzt? Hä? Hier. Komisch. Oh, jetzt sieht mir doch schon wieder nach ordentlich Viechern aus. Da liegt ein Skelett zum Beispiel. Wie fühlt sich das der Weg über hier gekommen? Und hier sind wir ja gar nicht ursprünglich. Puppen. Ich will mich mal in den Friedhof. Ach, das Schande. Dass das Ding hält, glaube ich nicht ernsthaft. Doch, es hat gehalten. Ethan. Was? Hallo? Ethan. Ich verstehe gar nichts. Komm mit. Ich verstehe gar nicht. Mia? Was geht hier vor? Man weiß es nicht. Das stimmt halt jetzt hygienisches Zeug. Vordergängig wäre simpel, ne? Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Was zum Teufel ist das? Alle verlassen mich.
sogar Rose. Bist du überhaupt echt? Das ist nicht real. Oh Gott. Spinne ich jetzt? Was zum Teufel? Warum nicht überall Fahrstühle? Rechne mit allem. Ich weiß, dass dieser Ort verdammt gruselig ist, auch. Wie eigentlich alles in dem Spiel. Warum nur? Keine Ahnung. Stürmisch. Oh, wir sind an dem Anwesen. Okay. Okay, wir speedrunnen das. Drei, zwei, eins, tot. Nichts. Gar nichts? In Spukhäusern quietscht alles. Nein. Film rollen. Natürlich, ein gruselig aussehender Gang. Ich glaube, das war mein eigener Schatten, vor dem ich mich gerade erschrocken habe. Ja, hier geht's in den Keller. Ist der Raum von der Tür von beiden Seiten verschlossen? Ich will aber nicht in den Keller. Ja, aber ich muss leider scheiße.
Euch nicht her, so als alles verriegelt. Ihr lebt doch. Ja. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich wäre eine viel bessere Tochter als Rose. Bitte. Halt dein Maul. Was? Wo ist meine Waffe? Das war's, Wurzel. Hier, du hast keine Waffen. Diese Puppe ist Mia? Ja, den Ring abwaschen, okay. Den Zettel brauche ich. Da müssen irgendwo Zahlen versteckt sein.
Oh, das war eigentlich auch ewig. Ich übersehe wieder das gleiche wie immer wahrscheinlich. Drei geschlossene Augen. Rabe in einem Dreieck. Ich baue das letzte Teil davon noch. Fliegen da. Ich habe schon sehr geflogen. Rechts oder links? Rechts.